So. Ja. Hier müssen wir jetzt ein bisschen herumtricksen. Mit Seilen. Hält das überhaupt? Ja, hier jetzt nicht, auf der Seite, logischerweise. Könnte man jetzt hier drauf nicht einen Kreuz bauen? Nee, kann man nicht. Aber was man hier drauf bauen können müsste, wäre einfach ein so eins. Dann müsste man. Ist das mal weg, bitte? Danke. So, das müsste jetzt hier. Hier, so wie hier und hier. Das hält. Das hält. Und jetzt müssen wir nur noch gucken, dass es da hinten hält. Da hinten, das muss nur noch halten zum Hochkommen. Na. Hier, das hält nicht. So, wie machen wir das denn? Könnte ich natürlich hier. Ebenfalls so eine Konstruktion bauen. Die hier wird auf Zug belastet, das heißt, hier könnte man ein Seil anpacken. So, gucken wir noch mal, ob es hier hinten jetzt besser läuft. Weil das ist Druck, das ist Druck, das ist Druck. Ich glaube, wir haben da gerade nur noch eine zusätzliche Schwachstelle eingebaut. Anstatt eine Verstärkung. Nein, es hält. Perfekt! Ist das cool. Yeah! Brücke 6. Oh. Wie riesig das Ding werden kann. Ja, lassen wir das erstmal. Erstmal müssen wir jetzt gucken, wir haben jetzt nur Holz. Das heißt, sie wollen genau das von uns. Dann, wozu auch immer wir das Ding haben sollten. Wir haben ja. Und hier können wir nicht bauen, oder? Nee. Wir haben eh keine Seile. Aber was wir haben, sowas hier. Da
dann müssen wir das hier nochmal kurz abreißen. Genau. Nein, nein, nein. So bauen. So bauen. Oh Gott. Ich will meine Seile wieder haben. Das hier liefert übrigens überhaupt keinen Halt, wie ich das gerade sehe. Jetzt schon. Warum haben wir hier hinten diese Pfeiler? Ich meine, klar, wir können damit... sowas machen. Aber das drückt das Ganze nur runter und hilft dem Ganzen nicht. Der Pfeiler hier ist ziemlich nutzlos. Ohne Seile. So, das heißt, wir können hier so, 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 so und so erstmal hier so ein Gerüst reinziehen. Dann habe ich auch eine Idee, was wir mit dem Pfeiler machen können. Und zwar, wenn wir den nehmen und den etwas größer ziehen, können wir nämlich hier sozusagen das Ganze dranhängen. Das sieht so schlimm aus, das wird im Lebtag nicht halten. Oh Mann! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. Mir ganz kurz. Oh, mein Wecker. Moment! So, es kann jetzt sein, dass der öfter klingelt. Ich bitte um Nachsicht. Also hier müssen wir auf jeden Fall irgendwie von unten... das Ganze lösen. So, wir müssen das Ganze von unten irgendwie ein Stück weit befestigen. Okay. Und hier müssen wir das Ganze von oben ein Stück weit befestigen. So, dann können wir hier noch das ist noch nicht weit genug, aber von der Idee her passt's. So. Oh Gott.
bricht das da unten alles zusammen. Ja, ich vermute, das wird eingebrochen sein. Mache ich es von oben. Kann ich es vielleicht besser einschätzen. Nein! Ah, meine Hand schläft lang gerade ein. Ah, fuck. Das ist besonders schlimm bei so einem Spiel. So. Das und das. So wie auch das. Und das. Bricht das doch trotzdem ein. Hier bricht das ein. Weil auf der hier zu viel Belastung ist. Besser. Zumindest hält's. Ich glaube nicht, dass es LKWs aushält, aber es hält. Nee. Nee, das muss ich mir gar nicht lange noch angucken. Hab ich kein Budget mehr oder was? Welche brechen denn da jetzt genau? Die beiden. Und zwar ziemlich zügig. Die jetzt gegen so eine austausche. Dann hat die gar keinen Halt mehr und bricht sofort. Das heißt, ich müsste hier noch. So eine einfügen. Bricht jetzt die nach vorne hin sofort. Dann ziehen wir die mal nach unten. Bricht auch sofort. Nur das Ding. Bricht die wieder sofort. Ich die hier sofort, wenn ich die hier rausnehme und die durch so eine ersetze. Boah. Ist das ätzend? Warum bricht denn das alles sofort? Könnte ich hier das nicht einfach hier aufhören lassen? Nicht, dass es die ganze Zeit hier oben dran liegt. Nee. Die müssen hier durchgehen. Mann, oh Mann, oh Mann. Immer hier. Und dann. So. So. Müsste die Kurve. Dann müsste ich hier das unten auch ein bisschen runder gestalten. So. Dann muss ich auf jeden Fall hier oben eine Stabilität reinbringen. Hm.